Wohnungsbaugesellschaft Mitte darf ich Sie erneut sehr, sehr herzlich begrüßen. Wir haben es gesagt, wir müssen im Mai noch einen Talk machen. Im April waren das, ja, wenn man so will, die Shooting Stars. Klar, Eisenbichler war schon ein bisschen älter, aber Wellinger und er sind eigentlich Aufsteiger. Und heute haben wir die Legenden, die Dauerbrenner, die Unverwüstlichen, diejenigen, die seit Jahren ihre Zeichen in die Sportwelt ritzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war mir einfach ein Bedürfnis, auch heute, sie ist nicht das erste Mal da, aber die erfolgreichste Eisschnellläuferin der Welt hat immer einen Platz bei uns. Ich freue mich, dass sie bei uns hier ist, Claudia Pechstein. Als Schnelllaufen ist der Erik eigentlich in der nordischen Kombination. Gut, er ist ein paar Jahre jünger, das ist richtig, aber er ist der erfolgreichste nordisch Kombinierer der Welt. Nochmal, er ist der erfolgreichste Kombinierer der Welt. Geh nochmal zurück, ich habe dich noch nicht gesehen. Oder als Beispiel, ich bin immer irgendwie, ich habe glaube ich den Namen oder den Beinamen Zufall, weil ich bin irgendwie gefühlt bei jedem Wettkampf dran und dann sagen sie mir, ja, das war Zufall und ja, es ist, wie gesagt, ich kann damit umgehen, habe nichts zu verbergen, von daher ist es egal, aber wenn man jedes Mal praktisch die Blutkontrollen auch dabei hat, also man wird halt jedes Mal gestochen, dann ist es echt schon nicht mehr ja, ertragbar. Erik, wie sieht das bei dir aus? Wie oft schauen die Kontrolleure bei dir vorbei? Wir machen das jetzt nicht zum kopflastigen Thema, nur wegen der Ausgeglichenheit. Ja, es ist natürlich schon so, dass es im Winter auch fast wöchentlich soweit ist. Außerhalb der Wettkämpfe, dann an ausgewählten Wettkämpfen natürlich dann auch. Aber dass es natürlich bei mir so weit ist wie bei Claudi, dass sie am Tag des Öfteren mal vorbeischauen, das nicht. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil sie ja auch schon gesagt hat, ja, es ist irgendwo auch für uns Athleten nervig, wenn wir jederzeit irgendwie denken müssen, haben wir uns rechtzeitig abgemeldet, ist alles so, wie wir eingetragen haben und es schwebt halt immer irgendwie so im Hinterkopf alles immer mit. Man möchte ja irgendwie alles richtig machen, weil man kann vieles falsch machen. Das ist einfach so, bei diesem System ist es alles nicht so ganz einfach. Von dem her ist es natürlich auch für uns nicht einfach, den Kopf fürs Training zu machen. Nicht, dass man im reiferen Alter auch noch Spitzenleistung bringt. Ich glaube, es ist in erster Linie, klar muss der Körper mitspielen, wenn der nicht mitspielt, dann geht es nicht. Aber es ist eine Frage der Motivation, in erster Linie. Ja, na, in erster Linie ist erstmal eine Frage des Körpers, wie du schon gesagt hast, und natürlich der Gesundheit. Also ich bin toi 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 mit wirklichen ernsthaften Verletzungen verschont geblieben und habe da, glaube ich, auch mit meinem Körper jetzt kein Schundler betrieben, sondern habe dann rechtzeitig, wenn ich mal irgendwie krank war, auch mal rausgenommen, was viele Athleten nicht unbedingt gleich machen, weil sie immer denken, sie verpassen was, wenn sie nicht trainieren. Aber ich hatte da immer gute Trainer, die mich auf dem Weg dort begleitet haben bis hierher, die immer auch sozusagen im Sinne des Athleten sozusagen gehandelt haben. Und ich selber kenne meinen Körper auch ganz gut und nehme dann auch lieber eben, also einmal mehr raus, bevor ich dann ja, bevor das Ding nach hinten losgeht. Und ich denke, dass es natürlich eine Grundvoraussetzung ist, dass der Körper auch mitspielt, logischerweise. Und ansonsten, in meiner Sportart kann ich nur sagen, es hat noch nie jemand als Dame versucht, die Sportart so lange auszuführen. Ich wollte eigentlich, wenn ich jetzt hier so sitze, auch nicht so lange machen. Aber es kamen andere Umstände dazu und jetzt mache ich immer noch und ich habe immer noch Spaß dabei. Wenn das nämlich nicht mehr wäre, dann würde ich auch aufhören. Erik, könntest du dir vorstellen, du bist ja nun bald dreifacher Familienvater, Claudia hat möglicherweise auf vieles verzichtet, was die Familienplanung angeht und so weiter, hat alles dem Sport untergeordnet. Könntest du dir vorstellen, ähnlich motiviert zu sein und zu sagen, okay, was bisher war, Zwischenstation, ich bin lange noch nicht fertig.
Ich denke schon, dass das alles möglich ist. Claudia hat schon angesprochen, es ist halt eine Sache der Motivation, des Spaßes an dieser ganzen Sache, die man irgendwo hat. Das ist auch bei mir so, solange der Körper mitspielt, die Gesundheit ist, ist hoffentlich noch lange gut mit dabei. Dann möchte ich natürlich meinen Sport schon noch gerne etwas betreiben. Ich denke jetzt mit 28 habe ich auch noch ein paar Jahre vor mir. Und von dem her, ja, wäre es natürlich schön, wenn ich sagen könnte. Hat er gesagt 28? Bei seinen Erfolgen geht er das überhaupt? Ich weiß es nicht. Ach nee, warte mal, der ist ja schon eher Vater geworden, bevor er seinen ersten Weltcup gemacht hat. War das nicht so? Ja, war es so. Weißt du, früh übt sich. Auch das war eine Fehlzündung, das war nicht beabsichtigt. Nein, dazu würde ich jetzt nichts sagen, lass einfach so stehen. Gut, du wolltest aber. Nein, aber ich, wie gesagt, also wenn alles passt, die Familie alles so weitermacht, dann, ich sag mal, es ist eine größere Bürde für meine Familie, dass ich halt wirklich viel unterwegs bin. Und wenn sie sagen würden, hey, uns gefällt es nicht mehr, es wäre schöner, wenn du jetzt wirklich zu Hause bleiben würdest, dann hätte ich kein Problem, jetzt auf heute zu sagen, okay, ich mache Schluss mit dieser ganzen Geschichte. Weil ich habe vieles erlebt, tolle Geschichten erlebt und von dem her hätte ich nichts, wo ich sagen müsste, da müsste ich noch drauf hinfiebern oder das wäre es noch. Aber solange ich den Spaß habe und die Motivation und meine Familie hinnehme, ist mir Ernst des Lebens. In der nordischen Kombination steht der Nachwuchs Schlange. Rytschek und er, sie müssen sich erwehren, die drängeln und drücken. Und im Mai schnell laufen, du bremst alles aus, oder wie? Hinter dir kommt doch nichts. Ja gut, das liegt ja nicht an mir. Ich meine, ich habe schon vor vielen, vielen Jahren den jüngeren Damen gesagt, wenn sie schneller laufen als ich, dann würde ich dann auch irgendwann mal meine Schlittschuhe an den Nagel hängen, aber es ist jetzt noch nicht so häufig gelungen und man dürfte sich eigentlich als junge deutsche Eisschnellläuferin nicht an einer alten 45-jährigen Eisschnellläuferin messen. Und von daher, ich bin froh, dass ich immer noch in der Weltspitze mich rumtummel und messe mich nicht an der deutschen Spitze, sondern natürlich in der internationalen Spitze. Und im Gegensatz zu Erik habe ich, glaube ich, über 30 deutsche Meistertitel. Wobei die deutschen Meisterschaften bei uns auch nicht wirklich in dem Fall wichtig sind. Manchmal fallen sie sogar komplett aus, beziehungsweise werden auch mit einem Weltcup-Finale zum gleichen Zeitpunkt gelegt. Also es ist jetzt nicht so interessant scheinbar für den deutschen Verband. Aber für mich ist klar, dass ich definitiv mich an der internationalen Spitze messe. Das ist das Springen, schnell, kräftig und dann das Laufen. Wie verträgt sich das? Du bist nun in beiden Teildisziplinen absolute Spitze. Bist du ein Zauberlehrling? Vielleicht, ja, keine Ahnung. Nein, es ist wirklich, ja, die Sportart ist, lebt halt einfach von beiden Sportarten und es ist halt einfach so, wenn beide so konträr sind, muss man natürlich irgendwo schaffen, ja, diesen schmalen Grat irgendwo recht gut zu finden. Und da bin ich sehr glücklich, ein gutes Team um mich herum zu haben, genauso wie meine Trainer, auch die anderen Sportler, die sicherlich in den letzten Jahren immer stärker geworden sind. Und das gibt auch für mich, sage ich jetzt mal, älteren Athleten natürlich immer wieder Anreiz zu sagen, okay, hey, ich muss auch dranbleiben. Also es ist wirklich so, dass es einen immer wieder anschiebt, auch wenn die jungen Sportler da immer wieder mit nachdrücken. Und von dem her war das auch jedes Mal für mich eine gute Sache, zu sagen, ich muss im Springen noch einen Zacken zulegen, im Laufen muss ich noch ein bisschen zulegen. Und ja, wer halt eine Kombination dabei sein will, der muss halt beides gut können. Und das bin ich für mich persönlich sehr glücklich, dass ich die letzten Jahre recht gut kombinieren konnte. Und, zählt denn das Team Pechstein? Der Trainer ist ja auch ein ehemaliger, sehr bekannter Eisschnellläufer, ne? Genau, 1976, der erste 1000 Meter Olympiasieger von 76 ist das. Und also das ist der Trainer. Ansonsten haben wir noch einen Physiotherapeuten, der uns immer zeitweise unterstützt. Er ist jetzt nicht permanent in Berlin. Und ansonsten sind es eben die zwei Russen, dann zwei Norweger, aktuell ein Ungar und eventuell kommt noch ein Japaner dazu, ein anderer und ja. Viel mehr brauche ich nicht. Ich habe, glaube ich, mehr Männer als die deutsche Nationalmannschaft. Die kommt erst in zwei Jahren, glaube ich. Kriegt er bestimmt schon eher. Richtet sich das nicht nach Erfolgen?
Nee. In der ehemaligen DDR bist du befördert worden, ja. Das stimmt. Das war auch noch eine Zeit lang so, als auch ja, die Bundeswehr es dann auch schon gab, aber das wurde dann doch abgeschafft. Und jetzt ist es wirklich so, dass je nachdem nach Zeit, in der du in der Bundeswehr bist, sozusagen auch befördert bist, sodass das für alle gleich ist. Training. Normalerweise müssten sich doch deine Trainer streiten. Der eine sagt, hey, wir müssen für die Schanze mehr machen. Und der andere sagt, hey, wir müssen aber für das Langlaufen mehr machen. Knobeln die? Also ich bin ganz froh, dass sie das nicht machen und auch nicht knobeln darum, dass wir da Trainer haben, die ja, mit dem Ronny natürlich das Ganze auch in Kombination Weltklasse sozusagen vollbracht haben. Und von dem her bin ich sehr glücklich, dass es da wirklich die Trainer da ins Gesamtbild sehen. Also die wissen schon, wann wir zu laufen haben und die wissen auch, wann wir zu springen haben. Und die wissen auch, dass gerade die Sprungform für uns nicht übers komplette Jahr gleich sein kann und auf gleich hohem Niveau sein. Da gibt es einfach Täler, wo aufgrund des vielen Laufes natürlich das Springen eher sehr schwer fällt. Und ja, somit ist es ganz wichtig, sozusagen immer die Ruhe zu haben und auch zu wissen, dass viele Dinge dann kommen, wenn man sozusagen das Training wieder auf den Winter umstellt. Und somit ist das für uns ja, natürlich ein sehr großes Plus, dass wir Trainer haben, die das Verständnis dafür haben und auch ja, das dementsprechend auch sehen, wann was zu trainieren ist. Und das, ja, denke ich, hat auch die letzten Jahre gezeigt, wo wir hingekommen sind. Glück sind Sie Gesamtweltcupsieger geworden. Aber ich hatte manchmal in den Wettkämpfen den Eindruck, als wenn Herr Rützek sich an Ihre Person geheftet hat und richtig geschlaucht hat. Habe ich? Na, verstanden. Ja, es ist natürlich schon so, dass es irgendwo ist es natürlich eine Situation, wo Mann gegen Mann kämpft und ich habe natürlich andere Qualitäten als er. Er sucht natürlich immer, versucht auf den letzten Metern seinen Halt zu suchen, weil er weiß, dass er vielleicht mir gegenüber da seine Vorteile hat. Das hat sich auch ein bisschen geändert wieder. Ich habe gezeigt, dass ich auch gegenhalten kann. Und das hat ihn wahrscheinlich auch dazu gewogen, in manchen Situationen auch von weg zu laufen. Und auch das ist natürlich ein Prozess, der hier und da entsteht, wo ich natürlich auch schaue, wo habe ich meine Nachteile, was muss ich tun, um besser zu werden. Da habe ich auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht. Und in den nächsten Jahren ist es natürlich immer, ja, jeder versucht irgendwo seine eigene Taktik an den Tag zu legen. Ich möchte nur zwei Sachen an beide Sportler loswerden. Einen riesengroßen Hut ab, Frau Claudia, für Ihr Engagement weiterzumachen. Dankeschön. Ich bin so stolz darüber, dass ein Mensch so viel Mut aufbringt, nach solchen Tiefschlägen weiterzumachen. Das finde ich ganz hervorragend und ich hoffe, dass viele junge Menschen darin ein, wie soll ich sagen, positives Vorbild sehen, sich daran in den Sport mit anzuheften und dann Leistungen zu bringen und weiterzumachen. Dankeschön. Okay. Und an den Erik bitte noch eine ein bisschen mehr. Ich bin sehr froh, Erik, dass Sie den Weltcup gewonnen haben. Ich habe es ebenso gesehen, der Herr Rützek hat sich doch oft in Ihre Spur gehängt. Ich denke manchmal, dass eine Teamtaktik dahinter steckt. Das werden wir wahrscheinlich von Ihnen nicht erfahren. Umso froher bin ich, dass Sie in Ihrer Leistungsklasse, wie Sie haben, für mich sind Sie der absolute Leistungssportler in Ihrem Bereich. Es gibt keinen im Moment, der besser ist. Vielen Dank. Dankeschön. Danke.